Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron, zu den drei Staaten und dem Scheiß. Ja, der Weltkrieg ist ordentlich am rappeln hier. Wie Max letztes Mal gesagt hat, der Ärmelkanal, da rappelt's ordentlich. Okay, ich habe ein kleines Problem. Okay, Max hat ein kleines Problem, das Am wäre. Brest stehen sie. Ernsthaft? Mit Panzern. Ja, dann lande woanders. Lande Sieht das oben, aus? oben. Ich muss erst mal schauen, wo meine Einheiten überhaupt sind. Oder lande da, wo schon Holland Ja, und genau, das meine ich ja. Kolumbus Lande da, wo sind. die anderen schon gelandet sind und unterstützt sie, dass der Kessel nicht zusammenbricht. Muss Oder jetzt erst mal schauen, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Brüssel. Brüssel, Antwerpen, da so. Das ist ein bisschen weiter oben, Hey, ja. weißt du, wo meine Arme. Oh, lol, waren denn die? Achso, weil sie automatisch gemerkt haben, die können da nicht landen. Also gehen wir jetzt nach. Brüssel. Ja, nach Brüssel. Ja, und da fährst du jetzt hin, ja. Da kann ich woanders. Kann Nee, nicht. mach da und unterstütze am besten. Duplizieren, ja! Ich nenne sie jetzt einfach mal. Nee, nochmal hier. Schwere Panzer. Bearbeiten. Ah, da bis 26 Tage. Schwerer Panzer. Gepanzertes Bataillon, schwerer Panzer. Schwerer Panzer. Schwerer Panzer. Schwerer Panzer. Mittlerer Panzer. Unterstützungspanzerabwehr. Rein damit. Ihr Spastis, ey. Ihr werdet mich noch kennenlernen, ihr Mongolen. Der verfluchte Mongolen. Ja, ich habe jetzt hier meine Dinge, meine Kastenpanzereinheit, ne? Also, da brauchen wir jetzt nicht rumscheißen. Oh, Kriegswirtschaft, was macht denn der? Baugeschwindigkeit, Militär verbringen und Schiffswerfen, unscheinbarer Arbeitstier. So. Also muss ich jetzt mal. Ah! Ja, den Schnauz jetzt. Macht zu Wachs. Oder Rüstungsorganisator, der gefällt mir. Aber Panzer, dann brauche ich jetzt auch mein KV-1. So, wie schaut's aus hier? In dem Laden? Jawohl, ja. Ha! Der Marsch! Der freie. Yo, wie viele freie Zielfabriken ich hab. Läuft. Aber wie Leute sich da drin tummeln. Sind hier alles drin? Australier, oder? Sieht ziemlich viel aus hier. Hallo, mein Name ist Viele. Bringen wir sie hier wieder zurück. Ja, ich glaube, dass er mich niederringen kann, der Spacko. Ja, okay, da läufst du 10 Jahre. Fahr lieber mit der U-Bahn, Eisenbahn. Küsten sind noch gesichert, Alter. Warum kannst du da jetzt nicht landen? Ostsee, wir haben nicht genug Informationen. Natürlich habt ihr genug Informationen. Jetzt start doch. Ja, dann landest du halt, wann du. Erfüllte Importanfragen. Ja. Aus Pariser Kommune, aha. Muss ich auch umstellen, habe ich die Niederlande einfach gefragt. Ich frag dich. Ja. Aber wie leuchtet es jetzt, dass ich, was ich weiß, dass Japan gegen uns will? Der Kolumbien oder was, ich verstehe es nicht. Ja, das leuchtet. Also Japan leuchtet, ist klar, weil er der Ausführer ist. Aber dann leuchtet es auch irgendwo anders.
Bei mir leuchtet die ganze Weltkarte in ihren Farben, wie sie hat. Das ist voll der Bullshit. Ja, dann, keine Ahnung, dann ist es halt ein bisschen vercrackt, was sie machen. Guck mal bei Japan selber, vielleicht sehe ich das dann, wenn ich auf ihn drauf drücke. Nee, das siehst du nicht. Ja. Hihi. Hallo KV1. So, ja. Mixer. Ausbilden. Aber der Witz ist, er hat eh schon genug zu tun. Was immer dann bei mir, ey. Blöder Wichser. So, jetzt werde ich mal meine ersten schweren Panzereinheiten aufs Feld rollen lassen. Na, dann sollen wir Deutschland gucken, wo sie bleiben, die Wichser. Der Arsch, der Arsch. Kramp. Okay, die ganzen Expeditionstruppen, ist ja der Wahnsinn, was sie alles hier aufscheffeln, ey. Pff. Also Mongolei, Hashtag LOL, würde ich mal sagen. Finde ich lustig. Was hier alles aus dem Boden stampfen. Pff. So. So, dann würde ich mal sagen, 109 Tage, ja, das gönnen wir uns mal. So, jetzt, Atomforschung ist bei mir jetzt erledigt. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Na, da werde ich mich erstmal mit Raketenbasen ein bisschen auseinandersetzen. Dann würde ich mal ein paar Raketen gegen Deutschland. Dann Deutschland, ja, mit dann Atomsprengkopf. Ja, dann mach mal. Pff, bitch, please, Alter, ein paar schöne Raketchen da am Anfang hingestellt. Ja, dann baue noch Atomreaktoren und dann baue die Atombomben und dann reden wir weiter. Kommt noch. Ich habe aus in 20 Tagen habe ich meinen nächsten hier geheim Ding, du weißt schon, hier geheim. Nee. Die geheime Sache. Ich habe einen weiteren Forschungstrupp. Dann habe ich 5 Stück. Du kleiner Hacker. Und den letzten. Machst du nieder. Sind da Japaner oder so? Oder. Ne, oder hier Amerikaner? Was? Amerikaner? Ja! Was läuft denn hier ab? Oh, das ist ja lustig, meine ganzen Zerstörer sind ja alle noch irgendwie, die dümpeln alle irgendwo da rum. Dumpel. Wie schaut's eigentlich aus mit der Lufthoheit? Bitch, please. Ihr werdet mal über der Ostsee eingesetzt. Bitte, dankeschön. Abfangen und gammeln. Ach, guck mal an. Da sind die hässlichen Japaner die ganze Zeit. Was soll die Scheiße eigentlich? Ich meine, seid ihr behindert? Jawohl, Panzerabwehr 3. Ha, da sind meine Dinger noch effektiver gegen, Oh, Amerikanski. Amerikanski, wo? Alles wieder abgezogen. Okay, der Atomreaktor kann ich noch nicht bauen, das ist ein bisschen scheiße. Ja, hätt's gedacht. Bodenausführung muss ich noch ein bisschen gammeln, so. Dann fangen wir mit dem Panzer mal ein bisschen mehr an. Gucken, ob ich jetzt auf leichte Panzer umsteigen kann, so, weil ich halt, keine Ahnung. Also die Jagd. Ding lasse ich noch drin, aber die wechsle ich jetzt alle zwischen zu mittleren Panzern aus. Mittlerer Panzer. Gepanzertes Bataillon mittlerer Panzer. Dann nehmen wir noch einen leichten. Nein! Einen leichten Jagdpanzer. Ne, da hier nehmen wir ja nicht her. So, 25. Thomas, kannst du mal schauen? Ich hab dir was geschickt. Ah, ja, ich nehme an. Dankeschön. Bitte pack. Jetzt nehme ich weiter. So.
Was können wir denn da machen? Jawohl. Leichte Jagd? Nee. Hä? Die brauche ich doch gar nicht mehr. Stelle ich einfach mal komplett hier die Hälfte weg, so. Die 34 werden jetzt gebaut. Und so am laufenden Band. Oder am... Ach, keine Ahnung. Irgendwas mit Band. Hm. Ja, irgendwas, ne? Irgendwas mit Band, hä? Netzwerk ausgeschlossenen Städten. Nationaler Zusammenhalt ist super. Militärische Ausbildung. Los geht's. So, jetzt produzieren wir richtig Arsch nach Arsch. Ah, ihr wollt mich abschneiden. Dann langweile ich euch mal ein bisschen. So wie mich abfacken könnt, ey. Huhu, T34. Huhu. Ajo. Ob man es dann durchbrechen kann. So. Und die, ihr forscht an der Atomforschung, bitte. Danke. Ihr forscht an der Atomforschung. Du musst die Atomforschung erst erforschen, damit du sie erforschen kannst, oder was? Ja. Das ist ganz schwer. Alles. Ja, total, ne? Ihr glaubt, ihr produziert viel? Nein. Hashtag, nein. Was soll der Dreck jetzt? Da können gar keine irgendwelche... Ah, guck mal, da. Max enraged alle tot. Ja, guck mal, bei der Pariser Kommune, ich mach gerade am Wasser frei. Ja. Das ist schön. Ich schau gerade, dass ich Brest bis zu Brest freikrieg, weil dann haben wir so ein bisschen quasi... Nee, versuch nach Paris zu kommen. Okay, warte, ja gut, dann machen wir das. Du kannst ja bis nach Le Havre und dann Richtung Paris. Nee, ich geh gleich... Ja, das kann ich auch machen. Vorsicht, abgeschnitten! Ja, ich seh's gerade. Zurück. Und am besten gegen die Provinz am Wasser kämpfen. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich krieg gerade richtig auf die Fresse. Ja, das ist natürlich scheiße. Aber deine. Also im Moment gewinnen wir die Schlacht. Dein grüner und gelber Balken sieht aber gut aus. Das kann ich lustigerweise sehen. Das geht eigentlich. Ah, du läufst dahin, wo ich das sag. Ich hätte zuerst so einen Kessel rummachen müssen, weißt du? Ja, ist ja. Aber jetzt doof. Oh, ihr verteilt euch nicht, ihr greift an. Ja. Oh Mann, ey, geh doch weg, langweile mich nicht. Warum funktioniert das mit dieser Ding nicht? Ja, toll, jetzt. England bleibt die ganze Zeit in diesem Scheißding hocken und verliert nur. Ja. Oben bei Dünkirchen. Ja, jetzt hast du wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Nee. Das ist doch scheiße. Warum funktioniert es mit dieser Invasion nicht? Wer jetzt? Ich hab null Informationen darüber und der labert einfach nur. Fuck, Alter, jetzt gehen sie alle auf mich, jetzt bin ich am Arsch. Ja, jetzt bist du am Arsch, ja. Aber bis jetzt, lol, bis jetzt gewinne ich noch. Cool. Hm. Ja, musst du mal sehen, was passiert. Ich bin am Verlieren. Ja. Mhm. Oh ja, da ist alles rot. Ich find's halt lustig, dass ich oben, keine Ahnung, wie viele Divisionen hab, 10 Stück oder so. Die machen nichts. Oh Mann. Ja, jetzt verliere ich. Jetzt bin ich wieder verlieren. Ist lustig, dass sie so viel Scheiß auftreiben können. Hm. Moment, ist es jetzt noch offen? Wäre schön, wenn es wieder grün werden würde, jetzt wird es wieder rot. Irgendwas ist falsch mit der KI. Juckt mich nicht. Ja, mich auch nicht.
weil es ein seltsames Spiel ist. Du wirst mir doch nicht erzählen können, dass ich hier nicht landen kann. Warum haben wir keine ausreichenden Informationen? Warum nicht? Weil die Deutschen jetzt noch besser verschlüsselt sind, deswegen wahrscheinlich. Als ob die nicht verschlüsselt sind, Alter. Na gut, dann investiere ich halt dann wieder in Dechiffrierung. Da pass mal auf, Deutschland. Ja, meine Einheiten sind weg komplett. Die schief richtig einen Arsch runter, ey. Oh, Mann. Gar nichts, möchte irgendwas machen. Scheiße. Oh, das nervt mich so. Kann ich zufällig zu irgendwann rein? Warte mal. Lass mal euch erstmal. Dafür macht ihr das per se weg? Warum? Nein, warum lauft ihr? Ihr sollt doch nicht laufen. Retard. Lass mal da lang. Jetzt seid ihr gezwungen, nach dem zu gehen. Hallo? Nein! Nein! Doch nein! Erfüllt, dann kann ich den rausnehmen. Kann ich mich euch jetzt noch da lang? Ja, also machen wir es halt mal auf dem Geiz ab. Ah, da kommt wieder der Japaner angerückt. Irgendwas soll da sein, bitte. Voll, da verliere ich wieder elendig. Ich kann Dings fragen. Dann fahren wir doch mal darüber mit dem Dame gewonnen, haha. Lass mal doch da mal ein paar Schiffchen rüberfahren. Alter, das nervt. Warum sind die Deutschen so krass stark? Na, keine Ahnung. Es nervt einfach, weißt du? Ich habe keine Ahnung, zig Trilliarden Divisionen. Da geht einfach nichts. Die verheizen meine Einheit, das wäre das Brennholz. Ach, dann kannst du mich mal mit dem scheiß Invasionsbefehl machen. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du mich mal. Dann schließt du dich diesen Truppen an. Fährst bitte mit der Eisenbahn mit deinen 15 Divisionen. Du wirst dringend gebraucht. Spast. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, genau. Als ob die gegen japanische Flugzeuge nicht ankommen würden, ne? Ah, jawohl. Zerringen wir erstmal die Marinebomber, fliegen einfach mal so in Deutschland. Die Divisionen tun sie aber gut bauen, das ist schon mal sehr schön. Ja, wir gut, bombardieren gut. Erstmal hier die ganzen deutschen Städte erstmal wegschlagen, ey, wegtöten. Hat so gut angefangen, aber Deutschland ist jetzt einfach zu groß. Ja. Deutschland hätte nicht Frankreich annehmen dürfen. Ja, dann hätten wir es locker weggefickt. Und vor allem Spanien. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach so doof. So, jetzt haben wir das. Ich geh jetzt mal ein bisschen um den Japaner, dass der mir vielleicht nicht auf den Sack geht. Wir haben übrigens wieder 20 Minuten schon wieder. So, ja, dann war's das mal wieder mit den 20 Minuten.
Wir gucken, dass wir irgendwie das noch hinkriegen, aber ich glaube das Ganze nicht irgendwie so. Das ist extrem schwer. Aber wir versuchen unser Möglichstes. Dass wir da irgendwie noch Profit draus schlagen können. ja, wir gucken, ob die Alliierten uns vielleicht helfen können. Vielleicht macht England mal ein bisschen was. Vielleicht. Nee. aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir hoffen natürlich mal wieder, dass es euch die Folge gefallen hat. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.